Ist es das, was uns die NASA verschweigt? Die größte astronomische Entdeckung seit der Erkundung des Weltraums. Eine astronomische Sensation, die alles ändert. In den vergangenen Wochen meldeten sich immer mehr Experten, die sagen, dem James-Webb-Weltraumteleskop ist eine wahrlich bahnbrechende Entdeckung gelungen. Etwas, das uns eindeutig zeige, wir sind nicht allein im Universum. So sprach der britische ESA-Astronaut Tim Peake von starken biologischen Signaturen, die die NASA noch nicht veröffentlichen könne. Und auch die Astrophysikerin Dr. Becky Smethurst von der Oxford University hat nun von einer sehr viel stärkeren Signatur des Lebens gesprochen, als nur den Nachweis von Wasser auf einem weit entfernten Exoplaneten. Man könne noch dieses Jahr mit einer nicht nur astronomischen Sensation rechnen. Kommt da also etwas Großes auf uns zu? Eine Entdeckung des James Webbs, die den Blick auf das Universum komplett verändern wird? Eine intelligente außerirdische Spezies? Und das sehr viel näher, als wir es uns überhaupt vorstellen können, auf dem uns nächstgelegenen Planeten außerhalb des Sonnensystems? Im heutigen MDS Classics schauen wir uns diesen möglichen Kandidaten sehr genau an. Ein Planet, der immer wieder genannt wird, wenn es um die Entdeckung außerirdischen intelligenten Lebens geht. So nah, dass er selbst mit unserer heutigen Technologie erreichbar ist. Proxima Centauri b. Hat man auf diesen bereits eindeutige Zeichen von Leben vorgefunden? Etwas, das nur eine intelligente Spezies zustande bringen könnte? Künstliche Lichter? Und warum setzt derzeit die Weltelite alles daran, um genau dorthin zu kommen? Wissen sie schon sehr viel mehr als das, was uns erst in den nächsten Monaten offenbart werden soll? Das und vieles mehr seht ihr wie immer nach dem Intro. Sind wir allein im Universum? Seit dem Beginn der Menschheit ist dies einer der größten Geheimnisse. Wir fragen uns schon lange, ob es sie gibt, zumindest die, die nicht davon auch jetzt schon überzeugt sind. Alle übrigen setzen auf die Erkenntnisse der Weltraumbehörden, den einen Treffer, der auch alle anderen glauben lässt. Kein leichtes Unterfangen bei den Abermilliarden Planeten, allein in unserer Galaxie, der Milchstraße. Wo leben sie also? Wie würden sie aussehen? Versuchen sie mit uns auf die gleiche Weise zu kommunizieren, wie wir es tun würden, mit primitiven Radiosignalen? Keine Kommunikation, aber dennoch eine elektromagnetische Welle könnte das Undenkbare wahrmachen. Das Licht einer anderen Zivilisation. Nicht irgendein Licht, sondern künstliches Licht, abgestrahlt von einer Quelle, die wir als LEDs kennen. Es ist das derzeit meistdiskutierte Rätsel der Astronomie. Unidentifizierte künstliche Lichter auf Proxima Centauri b. Ein Rätsel, das durch das neue James-Webb-Weltraumteleskop gelöst werden wird. Proxima Centauri. Sein Name verbirgt schon seine Position, der nächstgelegene. In rund 4,2 Lichtjahren Entfernung zu unserer Sonne zieht er seine Bahn durchs Universum. Proxima Centauri ist ein roter Zwerg, sehr viel kleiner als unser Stern und auch sehr viel leuchtschwächer, dafür aber weitaus langlebiger. Er gibt seinen umkreisenden Planeten sehr viel mehr Zeit, um Leben zu entwickeln. 4 Billionen Jahre lang wird er existieren. Bisher sind 3 Planeten bekannt, die den erdnächsten Stern umkreisen, Proxima Centauri b, c und d. Unter diesen 3 Gestirnen ragt einer ganz besonders hinaus, Proxima b, ein sehr erdähnlicher Planet. Neueste Berechnungen ergeben, dass er die Masse von 1,27 Erden besitzt. Er umkreist seine Sonne in der habitablen Zone, der schmale Ring um einen Stern, von dem wir annehmen, dass sich Leben entwickeln könnte. Wasser, das flüssig ist, eine dichte Atmosphäre, Einzeller, die sich über Milliarden Jahre zu dem entwickelt haben, was wir heute intelligentes Leben nennen. So wie es auch mit der Erde geschehen ist.
Diese habitable Zone liegt im Proxima Centauri-System sehr viel näher an dem namensgebenden Stern. Diese kompensiert das schwächere Leuchten, die Gravitation und die Wärme, die er abstrahlt. Und so umrundet Proxima Centauri b seinen Stern in nur 11 Tagen. Dieser Umstand birgt für Proxima Centauri b, dem Planeten, einige Probleme. Astronomen nehmen an, dass er eine gebundene Rotation besitzt. Er dreht sich also nicht wie die Erde alle 24 Stunden um die eigene Achse, sondern bleibt stillstehen, so wie bei uns der Mond. Eine Seite seiner Sonne zugewandt, die andere dem Weltall. Dies macht ihn zu einem Planeten mit zwei sehr verschiedenen Welten. Die eine brühend heiß mit brodelnden Vulkanen, überall zischt und qualmt es, ein nie zu Ende gehender Sommer, eingetaucht in das infrarote Licht seines Sterns. Die andere Seite eiskalt, dicke Eisschichten, die sich über die dunkle Seite legen, seit Milliarden von Jahren eine tiefe schwarze Nacht. Sie hat nie auch nur einen Sonnenstrahl abbekommen, es herrscht dort absolute Dunkelheit. Diese Schwärze könnte für die Entdeckung von Leben aber ein Vorteil sein. Zwischen der dunklen und hellen Seite, so nimmt man an, könnte sich ein Lebensring befinden. Eine schmale Zone, die weder zu heiß noch zu kalt ist. Sollte sich dort Leben entwickelt haben, so hätte eine intelligente Spezies, die dunkle Seite illuminiert, ein Netz aus künstlichen leuchtstarken Lichtern, um gegen die ewig währende Nacht anzukämpfen. Hat das James-Webb-Teleskop nun diese Signatur gefunden? Künstliches Licht, das die dunkle Seite von Proxima Centauri b erleuchtet? Könnten die Erbauer dessen auch für das Signal verantwortlich sein, das wir vor wenigen Jahren entdeckt haben? 18. Dezember 2020. Ein potenziell künstliches Radiosignal aus dem Proxima Centauri-System wird bekannt gegeben. Es wird auf den Namen BLC-1 getauft. Es steht für Breakthrough Listen Candidate Number 1, ein Durchbruch für das Entdecken künstlicher Signale von fremden Planeten. Mit seiner Bezeichnung weckte das mysteriöse Signal hohe Erwartungen. Es wurde vom Radioteleskop des Park-Observatoriums in Australien entdeckt. Wie es der Zufall so will, hat es ein Praktikant in den Datensätzen von 2019 gefunden. Das Besondere des BLC-1 ist, dass dieses bei 982,001 MHz liegt, einer Schmalbandfrequenz, das für irdische Signalübertragungen nicht benutzt wird. Somit können Interferenzen, also Störgeräusche, die von der Erde kommen, nahezu ausgeschlossen werden. Die Herkunft der Übertragung war ebenfalls schnell ermittelt, von einem Planeten oder potenziellen Mond um Proxima Centauri. Das Interessanteste an dem Signal ist aber seine Ungewöhnlichkeit. Die Frequenz driftet leicht ab. Unter normalen Umständen könne man die Quelle des Signals nicht direkt einem Objekt zuordnen. Doch dieses Abdriften deutet auf eine sogenannte Dopplerverschiebung hin, eine Bewegung der Signalquelle oder anders gesagt, ein sich um die Sonne bewegender Planet. Mit genauerer Untersuchung wurde dieser Durchbruch immer mehr zunichte gemacht. Punkte, die gegen ein künstliches Signal sprachen. Die Übertragung scheint ein einmaliges Ereignis zu sein. Auch von Mikrowellen und anderen Störquellen in der Nähe der Anlage war die Rede. Diese zuvor noch gehandelte Sensation wurde schließlich ein Jahr später offiziell als Störung eingeschätzt. Einige Mitarbeiter glauben dennoch an die Echtheit des BLC-1s. Ein Signal aus einer anderen Welt, von dem Exoplaneten, der uns am nächsten ist, Proxima Centauri b. War das Signal doch echt? Stammt es von intelligenten Außerirdischen? Hat das James-Webb-Teleskop dies nun beweisen können, anhand von nun entdeckten künstlichen Lichts auf der dunklen Seite von Proxima b? Hinter dem künstlichen Licht auf Proxima Centauri b steckt niemand anderes als A.B. Loeb, der Astrophysiker der Harvard University, der schon vor kurzem die Welt der Wissenschaft aufwirbelte, mit seiner Theorie um Oumuamua. Das interstellare Objekt sei kein gewöhnlicher Asteroid, sondern eine außerirdische Sonde. Die neuesten Meldungen über künstliches Licht, das von dem uns erdnächsten Planeten ausgeht, basiert auf seiner Studie. Erkennbarkeit von künstlichem Licht von Proxima b.
Loeb beruft sich auf die Annahme, dass jede potenzielle technologische Zivilisation auf Proxima B sich dafür entscheiden würde, Wärme und Elektrizität von der heißen beleuchteten Tagseite auf die kalte Nachtseite zu übertragen. Sie würden leistungsstarke Spiegel einsetzen oder sehr helle LED-Leuchten, um ihre Städte zu beleuchten. Diese Technosignaturen soll das neue James-Webb-Teleskop erkennen können. Die beiden unterschiedlichen Szenarien, die wir in Betracht ziehen, sind künstliche Beleuchtungen mit demselben Spektrum wie üblicherweise verwendete LEDs auf der Erde und ein schmaleres Spektrum, das zu demselben Lichtanteil führt wie die gesamte künstliche Beleuchtung auf der Erde. Wir stellen fest, dass das James Webb Weltraumteleskop in der Lage sein wird, künstliche Lichter vom LED-Typ zu erkennen, die 5% der Sternenleistung ausmachen. Unsere Vorhersagen erfordern eine optimale Leistung des Near Infrared Spectrograph Instruments. Und selbst wenn dies mit dem James Webb nicht möglich ist, könnten zukünftige Observatorien wie das LUVAR diese künstliche Beleuchtung erkennen. Das James Webb ist viel größer und empfindlicher, als es Hubble ist. Dies würde uns ermöglichen, viel weiter und genauer in den Weltraum zu blicken. Und auch eben jenes Erfassen künstlichen Lichts sei mit entsprechender Konfiguration möglich. Eine andere, unabhängige Studie pflichtet ihm bei. Auch sie behandelt das Vorfinden von Leben auf anderen Planeten. Der Einsatz des James Webb Weltraumteleskops führe dazu, dass wir bereits 2026 Anzeichen von außerirdischem Leben entdecken. Die Forscher an der Ohio State University sagen, dass es in weniger als 60 Stunden Leben auf einem anderen Planeten finden könne. Die beteiligte Doktorandin Capris Phillips spricht davon, dass wir schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren Lebenszeichen auf anderen Planeten finden werden. Die Suche nach Stadtlichtern auf bewohnbaren Planeten mag spekulativ klingen. Entdeckt haben wir auch noch keine. Aber Loeb denkt, dass es sich lohnt, diese spezielle Suche nach Technosignaturen einzusetzen und dass wir verblüfft sein werden, was uns das James Webb schon sehr bald zeigen wird. Es stehe außer Frage, dass wir vor einem großen Durchbruch stünden. Die theoretische Entdeckung von künstlichem Licht auf Proxima Centauri b stehe nur sinnbildlich für den Moment, der uns allen eine Gänsehaut verpassen wird. Der bereits verstorbene Stephen Hawking, Mark Zuckerberg, A.W. Loeb, Peter Warden. Nur einige der Namen hinter dem Flug nach Alpha Centauri und den ihn umkreisenden Proxima Centauri. Hunderte von Forschern und Ingenieuren sind an diesem Vorhaben beteiligt. Doch vor allem einer treibt dieses Projekt namens The Breakthrough Starshot voran, der russische Milliardär und Physiker Yuri Milner. Und es ist wahrlich einer der ambitioniertesten Vorhaben der gesamten Menschheit, mit der fortschrittlichsten Forschungsgruppe dieser Welt. Das Ziel ist es, hunderte von grammgroßen Raumschiffen zum nächsten Stern, Proxima Centauri, zu schicken und diese vor allem noch zu unseren Lebzeiten ankommen zu lassen. Wie sie das bewerkstelligen wollen und vor allem wann wir schon die ersten Bilder unseres Nachbarsterns sehen können, dazu später mehr. Um jetzt schon auszukundschaften, wie lebenswert die Planeten um Proxima Centauri sind, ob es dort intelligentes Leben geben könnte, wurde nun die Mission Tollyman gestartet. Es steht für Telescope for Interferometric Monitoring of the Orbit Side of Our Astronomical Neighborhood. Auf Deutsch, Teleskop zur interferometrischen Überwachung der Umlaufbahn unserer astronomischen Nachbarschaft. Ein innovatives Projekt, das sich auf die Untersuchung der bewohnbaren Zonen um Alpha Centauri A und B konzentriert, also die beiden Sterne, um die Proxima Centauri kreist, ein Dreifachsternsystem in direkter Nachbarschaft. An der Spitze der Tollyman-Mission steht Professor Peter Tuthill von der University of Sydney, einer der Ingenieure des James Webb Weltraumteleskops. Um die Exoplaneten genauer zu bestimmen, entwickelt das Team der Tollyman-Gruppe derzeit ein ultrapräzises Teleskop. Es soll Anzeichen von Leben in der Biosphäre finden, erste Hinweise, vielleicht gar Spuren von übermäßigen Kohlenmonoxiden, eine stattgefundene Industrialisierung, mehr als 4 Lichtjahre von uns entfernt. Doch diese Auskundschaftung aus der Ferne dient nur der Vorbereitung des wohl größten Projekts der Menschheit,
Die Ankunft an Proxima Centauri. Mutterschiffe sollen in den Erdorbit geschickt werden. Wie eine Samenkapsel brechen sie dann auf. In ihnen sind tausende kleiner Sonden, ausgestattet mit einem Lichtsegel, 4x4 Meter groß. Ein großer Teil von ihnen macht sich dann zu unserem Nachbarstern auf, nach Proxima Centauri. Einmal angekommen, sollen die Schiffe dann mit der Erde kommunizieren, Fotos von Proxima Centauri an uns zurücksenden und von dem ihn umkreisenden Planeten Proxima b. Avi Loeb, einer der bekanntesten Köpfe des Projekts, beschreibt das Vorhaben als sehr gut machbar. Die Milliarden an Kilometern sollen schon innerhalb von nur 20 Jahren erreicht werden. Um dies zu ermöglichen, wird das Projekt allerdings nicht auf schwere chemische Antriebe setzen, sondern auf eine viel effizientere Methode zurückgreifen, auf die Energie aus Strahlen elektromagnetischer Strahlung, ein Lichtsegel. Seine reflektierende Oberfläche kann mit Photonen von einer Lichtquelle angetrieben werden, entweder in der Form der Sonnenstrahlen oder aber einem Laserstrahl. Breakthrough Starshot will sich dabei aber nicht auf unseren Heimatstern verlassen. Sie wollen die kleinen Raumschiffe selbst antreiben. Kontrollierte Stöße eines riesigen Lasers, ausgesendet von Dutzenden Anlagen auf der Erde. Dadurch soll dann eine relativistische Geschwindigkeit von ungefähr 20% der Lichtgeschwindigkeit erreicht werden. In nur 2 oder 3 Jahrzehnten sollten die Raumschiffe dann Proxima Centauri erreichen. Dann wird es noch etwa 4 Jahre dauern, bis die Funksignale mit voller Lichtgeschwindigkeit zur Erde zurückkehren. Die Sonden selbst wären kaum größer als ein kleiner Computerchip mit einer Smartphone-ähnlichen Kamera an Bord und einem Funksender. Und dass auch wir es noch mitbekommen, wie Proxima Centauri b aussieht, dafür sorgt gerade die Cornell University. Dort arbeitet man an einem Projekt namens KickSat. Sie entwickeln die Chips, die die Lichtsegelraumschiffe mit sich tragen sollen. Bis alle Komponenten entwickelt sind, wird es noch Jahre dauern. Doch die Köpfe hinter dem Breakthrough Starshot-Projekt sind sich jetzt schon sicher. Bis zum Ablauf des Jahrzehnts könnte die erste Sonde Richtung Proxima Centauri starten, weitere 20 bis 30 Jahre später dort ankommen, innerhalb von 4 Jahren die ersten Aufnahmen des uns nächstgelegenen Sterns an die Erde senden. Wenn alles nach Plan läuft, könnten somit auch wir noch das erste Foto eines fremden Sonnensystems erblicken und vielleicht gar das eines zivilisierten Planeten, Proxima b, irgendwann Mitte 2050.